Wenn du noch nach passenden Bildern für dein digitales Projekt oder deine Webseite suchst, dann ist das Video genau richtig für dich. Also bleib dran. Ja, heute geht es mal um das Thema Bilder. Bilder sind immer vor allem für die Webprojekte unerlässlich. Und da gibt es natürlich viele Fallstricke. Viele haben immer wieder Angst, Bilder einzusetzen, gerade über die Google-Suche, weil es da sonst zu rechtlichen Problemen in Bezug auf die Bildlizenzen kommen kann. Und das ist auch berechtigt. Es gibt zwar, und das wird immer vermutet, wenn ich jetzt hier einen bestimmten Begriff beispielsweise eingebe, wie Pferde, dann habe ich hier, das wissen einige über die Suchfilter bei Google, die Möglichkeit hier nach Creative Commons Lizenzen zu suchen. Aber auch da sollte man vorsichtig sein. Also nur weil etwas hier als Creative Commons Lizenz angegeben ist, ist es noch lange nicht kostenlos und kann einfach so direkt verwendet werden für die Webseite. Zum Teil da ist da auch dann auf die Attribute ankommt, also dass ihr beispielsweise den Autor des Bildes zwingend nennen müsst, darauf verweisen müsst, dass das Bild dann von dem stammt. Deshalb zeigen wir einfach heute mal ein paar Möglichkeiten für kostenlose und kostenpflichtige Bilder, wo ihr die herbekommt, wo ihr ganz unbedenklich und ohne diesen nervenden Hinweis, von wem das Bild jetzt tatsächlich ist, ganz einfach die Bilder nutzen könnt. Starten da auch mit Variante Nummer 1, das ist hier Pexels, also eine super Seite mit, und das ist ja auch wichtig, dass die Bilder hochwertig sind und verwendet werden können, also in einer guten Auflösung erstmal zur Verfügung stehen. Jetzt aber nicht hier rennen, wir haben es beim letzten Video zu den Bildergalerien schon gesagt, wenn ihr jetzt hier nach irgendeinem Begriff beispielsweise wie das Thema Haut beispielsweise, also wenn ihr jetzt hier nach einem passenden Bild sucht und hier dann die Größe auswählen könnt, auch das schon mal hervorragend, in gewissen Größen oder auch eine bestimmte Größe eingeben könnt. Trotzdem darauf achten, wenn ihr das Bild jetzt herunterladet, dass das dementsprechend nicht nur von der Größe des Bildes her gut geeignet ist, sondern auch von der Dateigröße. Das ist nochmal ein ganz anderer Faktor. Ich kann beispielsweise auch ein kleines Bild haben, was sehr gestochen scharf ist in einer hohen Auflösung, was dann aber wiederum meine Webseite deutlich langsamer macht. Auch dafür komplette Abhilfe kann sowas wie resizeimage.net beispielsweise bilden. Hier habt ihr es einmal. Oder könnt ihr dann euer Bild hochladen, könnt das hier dann auch sogar nochmal zurechtschneiden, könnt sagen JPG-Format bei Logos oder Bildern, die man besonders gut erkennen sollte, lieber PNG. Und könnt dann hier sagen Resize Image, das heißt das Ganze wird komprimiert, verkleinert, so dass eure Webseite am Ende schneller lädt. Da gibt es auch noch weitere Tools wie beispielsweise iloveimg.com/resizeimage. Hat den Vorteil, ihr könnt ganz viele Bilder auf einmal komprimieren, also verkleinern an der Stelle. Wir können das auch einmal zeigen hier mit 3 Bildern, wenn wir die jetzt einfach mal hochladen. Ihr seht, die haben alle unterschiedliche Größe. Ihr könnt jetzt sagen, die sollen beispielsweise alle 800 Pixel breit sein. Ihr könnt dann sagen, die soll genau das übernommen werden von der Größe oder ihr wollt jetzt wirklich exakt alle. Da muss man natürlich hier mal drauf achten, was ist überhaupt realistisch. Und da kann man so einen Mittelwert wie 800 mal 500 und dann hätte man die alle in einer super Größe beispielsweise für eine Bildergalerie oder wofür auch immer man die verwenden möchte, die Bilder auf dem Blog oder auf der Webseite. Compress PNG ist auch noch eine super Seite, die ihr nutzen könnt. Auch hier wieder verschiedene Formate, die ihr komprimieren könnt, falls ihr jetzt kein PNG-Bild habt, sondern ein JPG-Bild oder auch genauso wichtig für PDF-Dateien und Co. könnt ihr das verwenden. Gehen wir direkt weiter zur Lösung Nummer 2. Das ist quasi ähnlich wie Pexels. Die Seite ist Pixabay, auch sehr, sehr bekannt als große kostenlose Bildquelle. Funktioniert ähnlich. Ihr habt hier super Bilder von einer Schnecke beispielsweise. Könnt auch hier das Bild herunterladen, schon in einer vorkonfigurierten Größe. Habt hier jetzt nicht den Vorteil wie bei Pexels, dass ihr es schon in einer direkt guten Größe, in der Größe, wie ihr es braucht, runterladen könnt. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja solche super Tools hier wie Resize Image und Co., wo ihr das Bild dann dementsprechend komprimieren könnt oder anpassen könnt.
Das wäre also Variante Nummer 2. Also ich glaube, da braucht man nicht viel erklären. Ihr könnt hier neben Fotos auch noch teilweise Videos suchen, Illustration vielleicht sehr, sehr wichtig, falls ihr die einsetzen wollt. Da gibt es auch nochmal spezielle Seiten, gerade für Illustrationen beispielsweise wie Undraw. Können wir auch einmal zeigen. Also auch das hier, super Open Source, könnt ihr problemlos nutzen. Gehen hier auf Browse Now und ihr seht hier super schöne Illustrationen, die ihr hier direkt als PNG-Format oder SVG downloaden könnt. Unter anderem auch für Social Media benutzen könnt und vorteilhaft, das ist sehr, sehr genial hier, direkt in eurer Corporate-Farbe, in eurem Design an der Stelle. Also das auch eine kleine Möglichkeit am Rande, wen das interessiert. Können natürlich auch wieder nicht auf alle darauf eingehen, deshalb nehmen wir jetzt hier wieder ein paar. Als weitere Möglichkeit, auch wieder ähnlich wie Pexels und Pixabay, also das sind so wirklich diese drei großen Quellen, die wir jetzt hier einmal für das Video rausgesucht haben, vorstellen wollen, ist Unsplash. Als große Bildergalerie, ist teilweise mit WordPress sogar verknüpft, in welcher Version, das kommt immer darauf natürlich drauf an. Dann habe ich die Bilder direkt in meiner sozusagen Media-Bibliothek, kann die dann darüber integrieren in WordPress. Aber ihr seht hier, das ist auch eine super Möglichkeit. Könnt die Bilder hier auch wieder kostenlos herunterladen in einer schönen Größe und das dann zurechtschneiden und komprimieren. Auch das hier eine weitere Möglichkeit. Hier gehen wir mal auf die Startseite. Ist Pixelio. Also hier habt ihr immer klassischerweise ein Wasserzeichen mit drin. Hier müsst ihr dann natürlich wirklich schauen, welche Rechte habt ihr hier mit dem Bild, wenn ihr das Bild hier einsetzt. Also ihr seht sowas hier wie nur redaktionelle Nutzung. Das kann wirklich nur für redaktionelle Inhalte verwendet werden und darf jetzt nicht, um eure Produkte beispielsweise zu bewerben, genommen werden. Genau, aber ansonsten könnt ihr das Bild jetzt hier beispielsweise, da gibt es nochmal andere, könnt ihr das an der Stelle verwenden. Mit der Bildquellenangabe, die ist tatsächlich hier erforderlich, sieht man. Aber dann kann man auch diese Bilder verwenden. Vor allem hilfreich für Blogs, die immer wieder nach Bildern suchen und nicht die geeigneten finden. Also auch das machen große Quellen wie große Online-Zeitschriften, Magazine, dass die immer wieder auf solche Quellen zurückgreifen, dann ganz klein drunter den Bildverweis, die Bildquellenangabe angeben und nutzen können. Und dann gibt es zwei, drei große Bildverzeichnisse, die ja kostenpflichtig sind an der Stelle, ne, zum großen Teil. Aber manchmal gibt es so einfach so Nischenprodukte. Wir hatten es kürzlich im Bereich Kosmetik beispielsweise, nochmal eine eigene Unterschiede oder Autoaufbereitung. Manchmal sind es einfach so ganz kleine Nischen, wozu ihr dann nochmal ein bestimmtes Bild braucht. Und da werdet ihr definitiv dann fündig und zu einem schmalen Kurs von 2, maximal 10 Euro häufig so pro Bild, so als Erfahrungswert. Das kann sich manchmal unterscheiden. Und ja, da haben wir jetzt die nächste Möglichkeit, das ist Envato Elements. Hier habt ihr neben Fotos auch noch Präsentationsvorlagen, Schriftarten, Stockvideos, die ihr runterladen könnt. Also hier vom ganzen Stockmaterial, Grafikvorlagen, zum Teil Soundeffekte, also weitaus mehr nochmal als Bilder. Auch wieder in einer hervorragenden Qualität, man sieht es hier immer sehr, sehr groß. Und wichtig ist es dann hier, die Lizenzbestimmungen einmal zu lesen, an die man dann gebunden ist, es sei denn, man hat wirklich ein Abo, was man hier an der Stelle abschließen kann. Und dann kann man sehr, sehr viele Elemente hier, also sprich Bilder und weitaus mehr, verwenden. Für wen das in Frage kommt, der sich hier umgeschaut hat und möchte sich einfach mal erkundigen, ob es da schönes Bildmaterial für die eigene Webseite gibt, stelle ich hier einmal gerne, so wie auch zu den anderen Bilddatenbanken, einmal den Link in die Beschreibung rein. Und was haben wir hier noch beispielsweise? Also auch das hier, eine große Bildquellendatenbank, genauso wie Adobe Stock, was ihr hier nutzen könnt. Also hier gibt es vor allem von vielen Designern nochmal hervorragende Illustration und so, wenn ihr jetzt bestimmt nach Icons sucht oder so, da gibt es nochmal andere Seiten,
Aber wenn ihr jetzt in erster Linie wirklich auf der Suche seid nach Bildern, und hier gibt es wirklich, wir hatten das jetzt noch im Bereich Messebau, wenn ihr da wirklich nach speziellen Bildern sucht, und hier seht ihr so sehr, sehr hochwertige Bilder, auch vom Teil Messeständen und Co. Das bekommt ihr dann einfach in den kostenlosen Bildverzeichnissen nicht. Also wenn ihr da was Spezielles sucht, Vorteil hier, wenn ihr auch auf ein Bild klickt, werden euch hier drunter immer ähnliche Bilder vorgeschlagen. Also für wen das in Frage kommt, der sollte definitiv das hier nutzen. Und dann gibt es noch Shutterstock. Also auch das ähnlich wie Adobe Stock beispielsweise oder iStock, eine große kostenpflichtige Bilddatenbank, wo ihr einfach schöne Bilder bekommt, hier thematisch zugeordnet auch alles. Und ja, könnt euch hier die Bilder herunterladen. Hier ist es dann wieder wichtig, wirklich mit den auf die Lizenzbestimmungen zu achten, und wir können hier auch mal in die Preise reinschauen hier für ein Bild. Ja, also da seid ihr hier bei einer gewissen Anzahl von Bildern, wenn ihr jetzt beispielsweise 10 Bilder jeden Monat benötigt oder für ein Projekt mal nur 5 Bilder benötigt, dann könnt ihr hier so ein kleines On-Demand-Paket nutzen. Also super hervorragend, wenn ihr vor allem nach speziellen Modellen sucht, nach Illustrationen oder wirklich hochwertige Bilder von Fotografen und Designern, die das Ganze hier immer wieder mit tollen Bildern nach und nach füllen. Ja, das waren soweit einmal die Möglichkeiten, die wir hier gezeigt haben von den Bildern, beziehungsweise wir haben ja nicht alle gezeigt, aber so ein paar, die euch definitiv bei eurem nächsten WordPress-Projekt in puncto oder auch Social Media in puncto, wo bekomme ich gute Bilder her, helfen. Und ja, wie gesagt, achtet da auf den Lizenzbestimmungen immer, ne? Vor allem bei den kostenpflichtigen Bildportalen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr wirklich jetzt wisst, wo ihr schnell Bilder in guter Qualität herbekommt. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch hier unter dem Video ein Abo da. Da freuen wir uns riesig drüber. Das wird dem Support und dem Kanal hier einfach enorm weiterhelfen, um zu wachsen, und damit wir kontinuierlich noch weitere Tipps und Tools in weiteren Videos vorstellen können. Wie immer, kommentiert gerne, wenn ihr noch weitere Bildquellen kennt, mit denen ihr gute Erfahrungen gesammelt habt, die ihr hier teilen wollt unter dem Video. Oder wenn ihr bestimmte Vorschläge für neue Videos in puncto Plugins oder bestimmten Problemen, wozu ihr eine digitale Lösung sucht, haben wollt. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, euer Joel. Ciao, ciao.